Hallo und herzlich willkommen bei Andi kocht. Heute zeige ich euch, wie ihr eine vegane Bratensoße macht. Ihr habt vielleicht das Problem, ihr habt Spätzle, Röstkartoffel oder sonst irgendwas und wollt es nicht so trocken essen, wollt auch keine Fertigsoße dazu. Also, wie kann man sich eine Soße machen? Bratensoße ohne Braten? Schwierig? Nein, ich zeige euch, wie es geht. Wir brauchen für die vegane Bratensoße ein paar Sachen, die wir anbraten können. Und dazu nehmen wir eine Zwiebel, weil sie erstens gut schmeckt und weil sie zweitens beim Anbraten natürlich dunkel wird. Und wir wollen ja eine Farbe in der Soße haben, also gewisse Dunkelheit. Was man auch sehr gut anbraten kann, ist Tomatenmark. Dann kriegt es auch ein bisschen Geschmack und eben auch diese Röstaromen. Und dann ergänzen wir das mit ein bisschen Mehl, das wir noch anbraten, löschen das ab mit Wasser und mit Wein, Rotwein, wenn ihr es mögt und nichts dagegen habt. Gibt natürlich einen sehr guten Geschmack und auch nochmal eine schöne Farbe. Und was ich immer gerne dazu mache, ist ein ganz kleines bisschen, vielleicht so einen halben Esslöffel Balsamico, weil der auch nochmal eine schöne Farbe gibt. Also wenn ihr das macht, Zwiebel vernünftig anbraten, Mehl ein bisschen anbraten, mit Rotwein ablöschen, einen Spritzer Balsamico dazu, dann habt ihr eine Bratensoße, die sieht aus wie eine Bratensoße und die schmeckt lecker. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ihr schneidet die Zwiebel in möglichst kleine Stücke, dann könnt ihr sie anbraten und so lassen, wie sie sind. Oder wenn ihr es noch feiner wollt, dann könnt ihr die Zwiebel auch nachher, wenn sie angebraten ist und abgelöscht ist, also wenn die Soße quasi schon fertig ist, kann man sie noch pürieren. Wenn ihr das macht, dann ist es natürlich egal, wie groß die Stücke vorher sind, weil sie nach dem Pürieren sowieso klein sind. Ich mache es jetzt mal ohne Pürieren, einfach um euch zu zeigen, wie man das auch schön fein schneiden kann. Die Zwiebel schneide ich immer so, dass ich sie nicht ganz durchschneide, sondern ein Stück hinten oder vorne stehen lasse, damit die Zwiebel noch zusammenhält. Ja? Und dann einfach in möglichst kleine Stücke so rum und einmal längs und einmal quer. Dann habt ihr ganz feine Zwiebelstücke und die würde ich jetzt einfach auch so drin lassen. Das Wichtige an der Zwiebel ist, wie gesagt, zum einen die Farbe beim Anrösten, zum anderen der Geschmack. Und wenn ihr es pürieren wollt, dann kommt auch noch die Konsistenz dazu. Dann wird natürlich die ganze Soße ein bisschen sämiger, ein bisschen dicker. Und ja, vielleicht ist sie ja dann noch perfekter. Aber das, wie gesagt, dürft ihr entscheiden. An Vorbereitung war das schon alles. Zwiebel schneiden, den Rest packen wir jetzt, gehen rüber an den Herd und dann geht's los. So, die Pfanne ist an, wird warm. Ich mache einen Schuss Öl rein, irgendein Öl. Ich mag Olivenöl, deswegen mache ich Olivenöl rein. Braucht man nicht sehr viel machen, aber so ein, vielleicht so ein Esslöffel oder eineinhalb Esslöffel. Und als erstes geben wir die Zwiebel dazu. Die Zwiebel muss schön anbraten, weil das gibt ja auch die Farbe. Ich möchte ja eine dunkle Soße, also als Bratensoße, darunter verstehe ich eine richtig schön braune Soße, wie sich das so gehört. Und deswegen müssen wir alles, was wir da reinmachen, eben auch entsprechend anbräunen. Den Herd so auf 2/3 bis 3/4 Gas, damit die Zwiebel hier Farbe kriegen kann. Und das ist das Erste, was wir machen. Ganz wichtig beim Soße machen, egal was für eine Soße. Ihr müsst immer da sein und immer präsent sein, erstens. Und zweitens, ihr müsst alles, was ihr braucht, direkt zur Hand haben. Das nennt man mise en place beim Kochen. Also das ist französisch, an den Platz gestellt quasi. Weil wenn ihr jetzt noch anfangen müsst, irgendwie den Wein, das Wasser oder sonst irgendwas zu suchen, habt ihr verloren. Da kommt es wirklich auf Sekunden an. Also alles da haben, so dass man direkt reagieren kann, wenn das den Bräunegrad hat, den man will und da nicht noch irgendwas losspringen muss und suchen muss oder so. Ja? So, das sieht gut aus. Wenn die Zwiebel soweit ist, dass sie fast fertig ist, dann gebe ich das Tomatenmark dazu und das rösten wir auch noch ein bisschen an. Ich gebe mal noch ein bisschen Gas, also 3/4 Hitze kann man ruhig machen. Und jetzt, vielleicht seht ihr es, werden die Zwiebel unten schon richtig schön braun. Ich mache mal das Tomatenmark dazu, nach Belieben, 1 Teelöffel, 2 Teelöffel. Ich mache jetzt Soße für 3 Personen, also mehr als 2 Teelöffel würde ich nicht machen. Schön die Zwiebel nochmal rühren hier. Und ihr seht schon, das wird jetzt so schnell braun, da muss man echt dabei sein.
Und da muss man wirklich drauf Acht geben. Vielleicht gehört auch ein bisschen Übung dazu. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Mehl rein. Auch das Mehl lassen wir kurz anbraten. Das ist von der Menge her jetzt 2 Teelöffel. So. Das ist jetzt alles, was angebraten wird. Schön verrühren. Und wenn ihr seht, dass jetzt das Mehl auch die Bräune erreicht hat, die ihr haben wollt, das kommt jetzt so langsam, reduziere ich die Hitze ein bisschen, nehme einen Schneebesen idealerweise, damit es keine Klumpen gibt. So, ich warte noch ganz kurz, es darf noch ein bisschen brauner werden. Es darf nicht schwarz werden, aber es darf schon eine ordentliche Bräune haben, ja? So, und jetzt würde ich mal mit dem Wasser ablöschen. Lieber nicht zu viel auf einmal rein, sondern erstmal wenig. Und dann kann man das verrühren, dass es schön gleichmäßig wird und keine Klümpchen gibt. Wenn die Soße weitestgehend dick ist wieder, dann leert ihr noch ein bisschen nach. So, das wäre jetzt mal der erste Schritt. Ich habe das alles gelöst vom Pfannenboden, damit da nichts mehr anhaftet und nichts mehr nachbräunt. Machen wir die Hitze ein bisschen runter, geben den Rotwein dazu. Also ist jetzt sicherlich eine üppige Portion. Ich nehme mal die Hälfte davon, das reicht auch. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache, damit könnt ihr ja spielen. Bisschen mehr, bisschen weniger. So, die Soße ist sehr dick. Wir haben alles richtig gemacht. Das heißt, sie verträgt auch noch einen Schluck Wasser. Ich gebe mal wieder ein bisschen Gas hier, damit es kocht. Die Soße, die muss mindestens 2 Minuten kochen, weil das Mehl, das hat ja einen Eigengeschmack. Und wenn das aber 2 Minuten oder länger kocht, dann ist der Geschmack weg. Dann verkocht das Mehl praktisch und dann hat es diesen mehligen Geschmack nicht mehr. Und deswegen 2 Minuten müsst ihr es mindestens kochen. So, das sieht alles sehr gut aus. Ein Spritzer Balsamico mache ich noch rein, wegen der Farbe, aber auch wegen dem Aroma der Soße. Wirklich aber nur einen halben Teelöffel, weil die soll ja nicht sauer schmecken nachher, sondern das einfach abrunden. Was man übrigens auch machen kann, ist noch eine Prise Zucker rein. Komm, das machen wir jetzt mal, das ist nämlich auch gut. Auch wieder so zum Abrunden. Prise Zucker heißt es, was zwischen 3 Finger geht. Das ist eine Prise. Das kommt da rein. Salz brauchen wir noch ganz wenig. Also wirklich nur so knapp einen halben Teelöffel Pfeffer. Frisch gemahlen, wie immer. So, und jetzt könnt ihr das mal probieren. Ihr seht schon, die sieht aus wie eine Bratensoße, ne? Also das ist nicht nur optisch sehr gut gelungen, sondern ich vermute, das schmeckt auch sehr gut. Müssen wir natürlich noch probieren am Ende. Aber die sieht schon so gut aus, die kann eigentlich nur gut schmecken. Je nachdem, wir probieren es mal kurz, wie sie schmeckt, wie intensiv sie ist. Kann man noch ein bisschen Gemüsebrühe dran machen, wenn man mag. Ich würde noch ein bisschen Salz dazugeben. Ja, ein bisschen Gemüsebrühe vielleicht auch. Nochmal so einen knappen halben Teelöffel. So, und dann natürlich, je nachdem wie dick oder dünn ihr die Soße mögt, könnt ihr mehr oder weniger Wasser dazugeben. Aber jetzt ist die Soße schon fertig. Also das Geheimnis liegt wirklich darin, das Anbraten, die Bräune zu nutzen von den Zwiebeln, von dem Mehl und von dem Tomatenmark. Und schaut euch das an. Damit kriegt ihr eine Bratensoße hin, die lässt jeden Profi-Soßenkoch erbleichen. Ich habe jetzt hier in meiner Küche noch ein paar Spätzle gefunden. Die möchten unbedingt gegessen werden. Und so ganz ohne was sind sie mir zu trocken. Also mache ich eine vegane Bratensoße drüber. So sieht es aus. Die ideale Konsistenz, die darf ja schön dick sein, ja, damit die eben auch an den Spätzle haften bleibt oder an dem, über was er sie halt drüber macht. Das geht natürlich auch für Kartoffeln, für Gemüse, was weiß ich was. Und dann sieht es erstens mal viel schöner aus und zweitens schmeckt es besser. Probiert es aus. Wenn es euch gefällt, gebt mir ein Like und guten Appetit.